als ich am Bahnhof war und der Zug einrollte, wusste ich, wenn du jetzt in den Zug steigst, dann gibt es kein Zurück. Und entweder Knast im Bautzen oder Freiheit im Westen. Dann auch im Zug zur österreichischen Grenze. Dann ist mir vieles, vieles durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich auch natürlich zu mir selber sagen müssen, ist das nicht ein bisschen zu riskant, was du jetzt machst? Lohnt sich das? Und das musste ich verdrängen. Das Entscheidende war dann der Grenzbeamte, der die Papiere kontrollierte. Und an dem Verhalten von ihm habe ich ganz schnell gemerkt, dass er wusste, wer ich bin. Das war Angst. Das war Angst. Dann in so einer Steigerung, die man jemand anders gar nicht wünscht. Warum geht er raus und gibt mir den Pass nicht wieder zurück? Und das war die längste Zeit in meinem Leben. So, Herr Berger, hiermit, also mit dem Ausweis in die Hand gedrückt, den Behelfspass, viel Glück im Westen. West-Berlin, Sommer 61. Unruhe in der Stadt. Die Grenze soll dicht gemacht werden, wird gemunkelt. Es ist der Vorabend des 13. August. Vor einem Kino steht ein junger Fußballer aus dem Osten. Sein Name Jörg Berger. Kann ich mich noch erinnern, Ben Hur spielten sie da fast ein ganzes Jahr, aber ausverkauft. Und wir konnten dann dorthin und konnten nach vorn gehen, wo die Schlange war. Also aus der sowjetischen besetzten Zone, es gab damals nicht mehr Quatsch, aus dem Osten und haben mit DDR-Geld bezahlen können dann. Für den Leipziger und seine Mitspieler der DDR-Juniorenauswahl etwas ganz Besonderes. Die 16-, 17-Jährigen sind im Trainingslager kaserniert am Stadtrand von Ost-Berlin. Für den Kinobesuch sind sie ausgebüxt. Der Reiz des Westens ist größer als die Angst. Linksaußenberger weiß um die Gefahr. Man durfte ja mit niemandem darüber reden. Das war wieder die andere Seite. Ich konnte niemandem groß erzählen, dass ich da im Kino war. Das hätte mir meine Karriere schon kosten können damals als 17-Jähriger. Am Morgen des 13. August 1961 der Schock. In Berlin wird die Mauer gebaut. Mittendrin der junge Berger. Fassungslos. Was passiert denn in dem Moment? Ich war einfach auch noch geschockt und überrascht, dass überhaupt sowas geht. Hautnah verfolgt er die Vorgänge in Berlin, hört vom antifaschistischen Schutzwall und sieht die Grenzer. Wieso stellen die sich mit dem Rücken, wenn das geschützt werden soll, mit dem Rücken zum Feind, ja, wenn die da standen? Leipzig, 1963. Auch die Messemetropole ist eine geteilte Stadt, zumindest im Fußball. Die Sympathien der Leipziger verteilen sich auf den neu gegründeten Sportclub, später Lok, und Chemie. In Probstheida ist ein junger Mann auf dem Weg nach oben, Jörg Berger. Der talentierte und pfeilschnelle Außenstürmer wird zum Club delegiert, darf nun auch offiziell in den Westen reisen. Er geht mit dem DDR-Nachwuchs auf Länderspielreisen und spielt mit Lok im Europapokal. Tore wie hier gegen das schottische Team des FC Kilmarnock zahlen sich aus. Als Staatsamateur verdient Berger mit Anfang 20 gutes Geld. Politische Aspekte sind für ihn kaum von Belang. Warum sollte ich irgendwas hinterfragen? Warum sollte ich zu kritisch sein? Es war ja alles sicher anders abgelaufen als ein Jugendlicher im Westen, aber da waren eben die Schaufenster voll, bei uns nicht.
Aber es war eine tolle Jugend, die ich hatte. Berger ist fleißig und extrem ehrgeizig. Sein Traum, die Berufung in die Nationalmannschaft. Doch der junge Oberligaspieler verlässt sich nicht nur auf den Fußball. Mit dem Abitur in der Tasche will er Architektur, muss aber Sport studieren. Auf dem Rasen gilt der flinke Bursche als nicht besonders robust. Eine Verletzung nach der anderen. Berger muss sich entscheiden. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Da kann sich heute gar keiner reinversetzen. Habe ich dann von mir aus auch gesagt, so jetzt musst du dich mehr auf das Studium konzentrieren. Und dann wurde ich ausdelegiert. Das bedeutete, es gab kein Zurück mehr. 5 Jahre studiert er an der DHFK, übernimmt in dieser Zeit seine erste Mannschaft im Nachwuchs bei Lok. Auch privat ist seine Welt in Ordnung. Aus dem lebenslustigen Junggesellen wird der Ehemann. Nach der Hochzeit gibt es eine größere Wohnung für das Paar. 2 Jahre später ist der Stammhalter da. Vor der Plattenbauwohnung steht der Trabi. Die DDR-typischen Lebensziele hat Berger erreicht. Da ist er noch keine 30 Jahre alt. Für ihn gibt es allen Grund, zufrieden zu sein. Mit sich und der Welt. Beruflich ist er ständig auf Achse. Zuerst in Leipzig, dann in Jena, später in Halle, schließlich beim DDR-Fußballverband. Der junge Trainer brennt vor Ehrgeiz, will ganz nach oben. Und irgendwann hatte ich das Ziel, Nationaltrainer zu werden. Und ich glaube auch, dass man mich mit in diesem Kreis gesehen hat und sogar 1980 ich da eine große Chance gehabt hätte. Denn ich war so derjenige, der da auch in diese Richtung gefördert wurde. Bergers Beruf bleibt nicht ohne Auswirkungen auf seinen Sohn. Klar hat sich dann auch in meiner Person sehr, sehr viel dann auch um Fußball auch gedreht, weil selbst wenn er da war, war er natürlich dem Fußball auch verbunden. Und so bin ich mit ihm dann zu Fußballspielen gegangen. Um im DDR-Fußball ein Auswahlteam trainieren zu können, ist neben der fachlichen Qualifikation eine SED-Mitgliedschaft unabdingbar. Berger hatte sich lange erfolgreich drücken können. Doch das System stellt ihn vor die Frage, entweder oder. Der erfolgreiche Jungtrainer wird Genosse. Für seine Karriere. Gegen seine Überzeugung. Je höher ich in dieser Karriereleiter stieg, desto klarer war mir, dass ich mich noch mehr unterordnen musste, dass ich mich noch mehr anpassen musste, dass ich noch mehr delegiert wurde, dass ich noch mehr letztendlich auch so ein bisschen eine Marionette war. Dieser Konflikt lässt ihn nicht mehr los. Der Trainer will sich nichts aufzwingen lassen, will selbst entscheiden. Dazu kommen private Sorgen, seine Ehe läuft nicht besonders. Jörg Berger plant, sich scheiden zu lassen. Ja, und Fremdgehen, das war an der Tagesordnung. So, und die Ehen geschieden und wieder zusammen und der kannte den. Und die, so. Plötzlich, aber bei mir war das plötzlich dann ein großer Aufhänger, weil ich eben in den Westen reiste. Das wusste ich. Und wenn man nicht verheiratet war, gab es Probleme. Leipzig, im Dezember 76. Bergers Mannschaft trifft sich vor einem wichtigen Spiel. Unmittelbar vor der Abreise in den Westen der Schock. Dem Trainer wird mitgeteilt, dass er nicht mitfahren wird. Und dann bin ich runter zur Mannschaft, die saßen dann unten. Das waren 18-jährige Jungs und die musste ich da belügen im Auftrag der Partei, des Fußballverbandes. Ich musste denen sagen, ich kann nicht mit, ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg in Hagen, weil mein Vater schwer krank ist. Dabei hatte die Stasi nur von seinen Scheidungsabsichten erfahren. Ja, ich musste das Zimmer verlassen, musste die Sportschule verlassen. Aber zuvor wurde ich dann nochmal von der Stasi bearbeitet, für die Stasi zu arbeiten, was ich auch abgelehnt habe. Ein ganz entscheidender Bruch mit dem Staat, mit dem System und hat meinen Stolz so getroffen. Jörg Berger ist fertig mit diesem Land, will es verlassen. Für den damals 32-Jährigen beginnt ein unruhiger Lebensabschnitt.
Kein Schritt von der Stasi unbeobachtet. Dabei will er sich nichts anmerken lassen. Seinen Frust, die Enttäuschung oder den Zorn. Der frisch Geschiedene sucht Ablenkung. Lockeres Leben, Frauen, Alkohol, Partys. Ja, da ging kaum eine Party, wo es nicht wenig Alkohol gab. War auch so ein bisschen damals in der DDR, gehörte dazu. War damals ein Sonny Boy. Ja, ich war da dabei, auf die schiefe Bahn zu kommen, weil ich natürlich auch, weil man mit niemand sprechen konnte, das verdrängen musste. Und lockeres Leben geführt, so dass es nicht so schlimm war, dass ich meinen Beruf vernachlässigt habe. Das habe ich nie getan. Ich habe immer den Ehrgeiz gehabt. Zuerst kam der Beruf. Das eröffnet ihm im März 1979 plötzlich die Chance zur Flucht. Seit mehr als 2 Jahren ist der Nachwuchsauswahltrainer für Westreisen gesperrt. Nun soll er mit der B-Nationalmannschaft zu einem Länderspiel nach Jugoslawien reisen. Für Berger steht fest, jetzt oder nie. Wenn du die Chance hast, dann musst du es wirklich wagen. Habe ich mich von meinen Eltern verabschiedet, bin da hingefahren. Also, die wussten ja nicht, dass das für immer ist. Meiner Mutter angedeutet, dann auch noch nicht mal in der Wohnung, weil ich Angst hatte, dass dort eine Wanze ist. Sie sagte bloß zu mir, glaub nicht, dass die da drüben auf dich warten. Noch schwerer fällt ihm der Abschied von seinem inzwischen 8-jährigen Sohn. Er war oft bei mir zu Hause und hat nur gewusst, Mama und Papa wohnen nicht zusammen, aber sonst ging es ihm gut. Gemeinsam gehen sie an diesem Sonnabend zum Fußball. Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo. Im Stadion brodelt es. 3 Tage zuvor war der Berliner Auswahlspieler Lutz Eigendorf im Westen geblieben. Skandierten die Fans, wo bleibt denn der Eigendorf bei der Aufstellung? Das war also eine ganz, ganz komische Stimmung. Und dann plötzlich fingen die Lok-Fans an zu singen. Wollt ihr in den Westen türmen, müsst ihr für Dynamo stürmen. Eigendorf gerade weg gewesen. Also es war, habe ich auch so gedacht, muss der jetzt gerade abhauen. Ja, das war ja nicht gerade, ich habe auch dann gedacht, vielleicht dürfen wir gar nicht reisen. Und das war dann der letzte Tag, dass ich meinen Sohn sehen konnte. Und das war eigentlich das, ja, was die Entscheidung sehr schwer gemacht hat. Den letzten Moment mit seinem Jungen wird er nie vergessen. Als ich dann mit dem Auto wegfuhr, habe ich nochmal zurückgeschaut. Er stand am Fenster. Und habe ich mich natürlich selber hinterfragen müssen. Ist das alles richtig, was du jetzt machst? Geht das? Für den 8-Jährigen ist es ein ganz normaler Abschied. Von der Flucht soll er erst später erfahren. Klar wusste ich in dem Moment, als ich die Nachricht bekommen habe, an dem Tag war ich auch nicht in der Schule, dass ich meinen Vater jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile irgendwie nicht wiedersehe. Aber es war definitiv mir nicht bewusst, wie das Einfluss auf mein Leben in irgendeiner Form haben wird. Eine Rückkehr nach Leipzig wird es für Jörg Berger nicht geben. Doch er hat sich entschieden. Es war ja nicht so, dass ich geflüchtet bin, weil ich mit den Menschen nicht klar kam oder weil ich dem auch nicht mit meinem Beruf nicht klar kam, sondern ich kam mit dem System nicht klar, mit dem Begriff Freiheit. Von dem hatte ich eine andere Vorstellung. Gießen, Anfang April 79. Anlaufstation für die meisten der nun ehemaligen DDR-Bürger, auch für Berger. Der Neuankömmling fühlt sich im Westen ganz schnell an die Worte seiner Mutter erinnert. Beim DFB hält man sich sehr bedeckt. Und
merkte dann, dass man ja, nicht so richtig wusste, was machen wir mit dem. So hatte ich so das Gefühl, ja, jetzt bringst du uns noch in Schwierigkeiten. In der DFB-Zentrale herrscht Angst, dass Bergers Flucht zum Politikum wird. Ehemalige DDR-Spieler wie Eigendorf sind für ein Jahr gesperrt. Was aber nun mit einem Trainer? Noch dazu vom Ostfußballverband. Ich bekam einen Reisepass. Ich bekam einen Führerschein. Ich bekam meine Berufe anerkannt. Mein Diplom-Sportlehrer. Meine zwei Bauberufe. Mit eidesstattlicher Erklärung von Jürgen Pahl, Nachtweise. Nur eines bekam ich nicht. Ich bekam keinen Trainerschein. Und den musste ich fast von ganz unten nochmal nachholen. Und das war schon eine hohe Belastung für mich. Und eine große Enttäuschung, Frust, Wut, Arroganz auf der einen Seite, Überheblichkeit. Da kommt einer von da drüben vom Fußball, was will der uns denn erzählen? Berger muss sich fügen, will er zurück in seinen Beruf. An der Sporthochschule in Köln macht der Fußballlehrer Ost seinen Abschluss als Fußballlehrer West. Ein Hohn, ein Wahnsinn, wo eine Gruppe von 30 jungen Menschen war. Ich war dann mit der Älteste, die warum auch immer irgendwo einen Schein wollten. Ich hatte einen Schein. Schlosser, Maurer, die irgendwo nicht abwerten jetzt, sondern verschiedenste Gruppierungen. Das, was ich da sagen sollte, das habe ich früher von anderen verlangt, dass die das wissen. Dann wird dem Westneuling auch noch klar, welchen theoretischen Ursprung diese Ausbildung hat. Ja, das kommt noch dazu. Ich habe das jetzt vergessen, dass ich in Köln plötzlich merkte, dass die begehrtesten Bücher die DDR-Lehrbücher waren. Wurde dann von Professoren geschrieben, bei denen ich meine Prüfung gemacht habe in Leipzig. Und alle wollten diese Bücher, die kamen nicht an die DDR-Bücher ran. Ja, kannst du mir mal so ein Buch besorgen und du kennst das ja alles und du weißt, besorg dich mir das Buch selber. Mir hilft hier auch niemand. Er coacht Bundesliga-Absteiger Darmstadt und pendelt zur Sporthochschule. Täglich 500 Kilometer Köln und zurück. Dabei hat er gar kein eigenes Auto, kein Geld, lebt von Sozialhilfe. Das Pensum enorm. Sein Scheitern bei der ersten Trainerstation ist programmiert. Er weiß, eine zweite Entlassung kann er sich nicht leisten. Er gibt dann gerne zu, dass er eigentlich ein Land verlässt, wo es ihm ganz gut geht, und geht in ein anderes Land, wo er nur Schwierigkeiten bekommt. Doch Berger hat Glück, bekommt ein Angebot aus Ulm, rettet die Mannschaft vor dem Abstieg. Erst danach Zeit zum Luftholen, endlich. Ein Jahr ist seit seiner Flucht vergangen. Das war eine harte Schule, die ich da durchgemacht habe. Und die habe ich nicht vor umsonst durchgemacht, weil ich bin auch selbst, vielleicht auch selbst, nicht vielleicht, ein anderer Mensch geworden, dass ich nicht mehr ganz so locker war, wie das damals zu DDR-Zeiten war, dass ich die Ellbogen benutzt habe, dass ich vielleicht auch in vielen Dingen egoistischer geworden war, dass ich auch gelernt hatte, mich zu wehren und dass ich gelernt hatte, meine Ziele, die ich mir gesetzt hatte, knallhart durchzuziehen. Wenn sie gehe! Berger, inzwischen Trainer in der Bundesliga, grübelt oft, wie es seinem Sohn wohl geht. Der spielt bei den Schülern von Lok Leipzig, gilt als großes Talent. Von dessen Entwicklung bekommt der geflüchtete Vater nur wenig mit. Mein Sohn war, das kann ich heute so sagen, sicher derjenige, der mich oft hat nicht schlafen lassen. Wo ich oft gedacht habe, wie geht das weiter, wie wird das? Ich wollte ja mich, irgendwann kam an einen Punkt, wo ich mich auch erklären wollte, warum habe ich das getan? Hatte ich nie eine Chance. Auch für Ron Berger ist es nicht einfach. Mit wem über seinen Vater reden und mit wem besser nicht.
Ich habe meinen Vater ganz, ganz oft auch einfach verleugnen müssen. Wenn mich jemand auf der Straße angesprochen hat und gesagt hat, hier Mensch, was macht denn der Papa? Seht ihr euch? Hört ihr euch? Dann gab es immer nur eine Antwort. Da müsst ihr meine Mutter fragen oder ich bin ausgewichen. Also innerlich hat sich dadurch natürlich eine gewisse Distanz aufgebaut. Das Ministerium für Staatssicherheit bleibt Berger auch im Westen auf den Fersen. Der lange Schatten oft spürbar, selten sichtbar. Diffuse Angst. West-Berlin im Februar 83. Für einen Beitrag des ARD-Fernsehens wird Lutz Eigendorf unmittelbar vor der Mauer interviewt. Thema: die Krise im Ostfußball. Der ehemalige DDR-Nationalspieler nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn man im privaten Bereich nicht die Möglichkeit hat, sich individuell irgendwie zu vervollkommnen oder weiterzuentwickeln, dann kann man das auch nicht auf dem Fußballplatz tun. Jörg Berger lehnt die Mauerkulisse für das von ihm gewünschte Statement ab. Zwei Wochen nach Ausstrahlung des Beitrags kommt Lutz Eigendorf unter mysteriösen Umständen bei einem Autounfall ums Leben. Ich habe ihn gewarnt. Es war ja nicht so, dass ich nicht mit sowas gerechnet habe. Natürlich nicht in dieser Art. Ich habe nicht mit einem Mord gerechnet. Der Trainer hat immer größere Angst. Doch er ist damit ganz allein. Selbst seine zweite Frau, er hat wieder geheiratet, zweifelt. Alle Extremgeschichten waren für mich eigentlich am Anfang so, dass ich geglaubt habe, dass es so ein bisschen an Verfolgungswahn leidet, weil für mich war das irgendwie ja einfach nicht vorstellbar. In den 80er Jahren platzt ihm gleich dreimal auf der Autobahn ein Reifen. Alles Zufall? Ich bin nachts munter geworden. Ich habe geschrien, weil ich nicht wusste, wo ich bin. Ich hatte mich dann immer so im Traum in einem Stasi-Gefängnis wiedergefunden. Und man konnte das nicht erzählen. Unglaublich auch, was seinem Sohn widerfährt. Der 12-Jährige wird bei Lok Leipzig ausdelegiert. Begründung: bedank dich bei deinem Vater. Das hat wehgetan. Zudem ich auch noch wusste und erfahren habe, dass ein ehemaliger Mitspieler von mir, Peter Giesner, dass der das in einer Art und Weise vollzogen hat, wo der Junge ja nun wirklich nichts dafür konnte, dass sein Vater im Westen Bundesliga-Trainer geworden ist. Ich war da Bestandteil eines Vereines, der in der Oberliga gekickt hat. Und ist natürlich so, dass das undenkbar war, dass dort irgendwann mal, und wenn es in 6 Jahren ist, jemand spielt, der einen Republikflüchtling als Vater hat. Berger ist für das System im Osten eine große Gefahr. Woche für Woche steht er in der Öffentlichkeit. Millionen Menschen in der DDR kennen ihn und seine Geschichte. Dazu wird Berger der Fluchthilfe verdächtigt, als sich mit Falko Götz und Detlef Schlegel wieder zwei Dynamo-Fußballer über Jugoslawien absetzen. Man wollte mich sicher damals nicht umbringen, aber man wollte mich arbeitsunfähig machen. Eine rätselhafte Nervenlähmung, ausgelöst durch eine Schwermetall- oder Bleivergiftung. Über Wochen und Monate ist Berger außer Gefecht gesetzt. Ich habe den Arzt gefragt, wie geht's weiter? So, der hat gesagt, jetzt können Sie erstmal ein Jahr nicht arbeiten. Ich sage, ich kann ja nicht ein Jahr irgendwo plötzlich als krank, als an Händen und Füßen Gelähmter erscheinen. 1989, sein Jahr. Berger wird Vater von Zwillingen, trainiert die Frankfurter Eintracht und blickt nach Osten. Dort bricht alles zusammen. Erst die Häuser, dann die Wirtschaft, schließlich das ganze System. Für mich hat sich damit nicht nur die Grenze geöffnet, sondern ich konnte wieder Menschen in den Arm nehmen. Ich konnte wieder in die DDR einreisen, was ich 10 Jahre nicht durfte. Und konnte letztendlich etwas erleben, wo ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hatte, meinen Sohn wiederzusehen. Und da stand er und dann habe ich ihn gesehen und habe gedacht, Mensch, der ist aber klein. Und er wird gedacht, Mensch, der ist aber groß. Also von ganz, ganz vielen Kleinigkeiten war dieses Treffen beeinflusst.
Seit der Flucht hatten sie sich nicht mehr gesehen und finden sich wieder. Das ist einfach, dass ich von meiner Mutter 9 Jahre lang überhaupt keine Vorbehalte meinem Vater gegenüber in irgendeiner Art und Weise vermittelt bekommen habe. Ich kann mich nicht erinnern an einen, an einmal fluchen, an einmal verdammen. Und sie hat es bestimmt nicht leicht. Also definitiv härter, als wenn ich hier sitze und sage, gut, ich durfte nicht mehr Fußball spielen. Aber sie hat es geschafft, einfach mein Vater als mein Vater weiterhin in mir leben zu lassen. Komm mit, komm mit. 1, 2, 3, 4, 5. Charlie, hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Und der Sohn akzeptiert ihn so, wie er ist. Eine Mischung aus Privatperson und Bundesliga-Coach. Frankfurt, Köln, Schalke. Insgesamt 20 Stationen in 40 Jahren Trainertätigkeit. Von Beruf Retter heißt es. Bis der so bezeichnete in eigener Mission tätig werden muss. 2002 der Schock, Krebs. Seitdem kämpft Jörg Berger gegen diese Krankheit. Und das ist eine neue Herausforderung, die ich jetzt habe. Früher musste ich Mannschaften retten. Und jetzt muss ich mich retten. Und das ist mir trotz einiger Rückschläge, die nicht ohne waren, gelungen. Leipzig im März 2009. Berger ist zurück in seiner Stadt. Im Jahr 20 nach dem Fall der Mauer, 30 Jahre nach der Flucht. Er hat sein Leben aufgeschrieben, aufschreiben lassen. Jörg Bergers Art, die Krankheit zu verdrängen. Also es gab ein ganz spezielles Wochenende, da habe ich mich früh morgens um 6 Uhr in den Flieger gesetzt. Also 6 Uhr morgens entschieden, mich in den Flieger zu setzen nach Berlin, da lag er auf der Charité. Und da dachte ich, das wird ein Abschiedsbesuch, also ein gefühlter Abschiedsbesuch. Und von daher, ja, es war uns schon, oder es ist uns schon bewusst, wie schwer er krank ist. Und wir alle hoffen von Tag zu Tag. Familie, Freunde, Weggefährten, alle sind gekommen. Berger ist feinfühliger geworden, sagen die, die ihn sehr gut kennen. Vielleicht, weil er damit rechnen muss, diesen Kampf irgendwann auch verlieren zu können. Als ich das erste Mal mit meiner Frau über den Krebs, über die Krebskrankheit gesprochen habe, habe ich ihr gesagt, wenn es so ist, dann werde ich erst mal kämpfen. Aber wenn es wirklich so ist, dass ich keine Chance habe, dann kann ich, können wir wenigstens sagen, es war eine tolle Zeit. Und ich habe so ein tolles Leben gehabt, mit allen Höhen und Tiefen. Aber das war so ein tolles Leben. Und es wird auch weiterhin ein tolles Leben sein. Der Grenzgänger ist Jörg Berger geblieben, bis heute. Immer dann, wenn ich irgendwo über die Grenze fahre, dann denke ich, so ein Wahnsinn. Fährst du hier hin und her, ohne dass du einen Ausweis zeigst oder ohne dass du Angst haben musst?